Das heißt, es gibt da wirklich verdammt viel Customization. Die 4 Emotes, also diese Tänze. Warte, Leute, jetzt kommt der Skill-Move. Ist der Skill-Move? Wuhu! Digga, du bist weg, ist waited. Okay, ich hab den ersten. Ja, was da los, hey Leute, hier ist wieder der Benny und der Hauptner von Die Buddies Zocken zu einem neuen Fortnite-Video. Wir haben heute eine Menge Sachen über Season 3, über den Battle Pass, über neue Sachen, die kommen, richtig coole Sachen und ein paar Belohnungen und so weiter, da wissen wir schon ein paar coole Sachen. Ich würde sagen, über das geht's heute, wir zocken jetzt eine Runde und springen in die Runde, let's go! So Leute, auf geht's zu unserer geliebten Stadt Retail Row. Hier ist auf jeden Fall auch ein bisschen Action los. Das heißt, wird eine geile Folge hoffentlich. Und wir haben jetzt alle Informationen zu Season 3, speziell zum Battle Pass. Da hat sich einiges verändert. Da gibt es eine Menge coole neue Sachen, die es davor noch gar nicht gab. Also echt wirklich ganz neue Sachen. Und bei mir landet ein schwarzer Ritter. Ich brauche auf jeden Fall eine Waffe. Der hat eine Shotgun bei mir. Okay, ich habe eine Pistole. Hier läuft gleich der erste Gegner. Es sind so viele hier gelandet. Ich spür auf alles. Ich habe den ersten. Ich komme zu dir. Ich hoffe, der schwarze Ritter macht jetzt keine Faxen. Er sieht mich nicht, wenn er mich jetzt trifft. Warte, ich bin gleich da. Ich habe ihn nicht. Okay, du hast ihn. Nice. Auf jeden Fall, Leute, das erste, was ganz besonders ist. Oh mein Gott, da hat jemand Raketenwerfer, dein Ernst? Ich habe einen Raketenwerfer. Wo ist der? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht bei mir. Oh doch, da ist einer. Ich habe keine Ressourcen zum Bauen, Leute. Das ist ganz gefährlich. Das erste, was sich auf jeden Fall krass verändert hat beim Battle Pass, es gibt diesmal 100 Level und nicht 70 wie davor. Das heißt 30 mehr. Aber die Spielzeit bleibt die gleiche. Es werden so um die 75 bis 120 Spielstunden sein. Oder 150 haben die gemeint. Und da ist so ein Idiot. Puh, nice one, Mann. Okay, können ich habe gar nichts gemacht, Mann. Er hat mich einfach abgeballert. Digga, auf jeden Fall, wir haben schon mal Raketenwerfer. Wie krass geil kann ist ich den das? Den Schild drücken? Ja. Was hast du schon alles erzählt? Ja, auf jeden Fall, es gibt jetzt 30 mehr Level und Spielstunden werden das 75 bis 150 sein. Und das heißt dieselbe Spielzeit wie bei Season 2 der Battle Pass. Also ist das gleich geblieben. Aber das bedeutet, und deshalb haben die das gemacht, es gibt einfach mehr Items, die man freischalten kann, mehr Sachen. Und insgesamt werden das 76 sein, das ist schon mal eine geile Sache. Und da gibt es drei Sachen, die auf jeden Fall ganz besonders sind und ganz neu sind. Und das eine ist Back. Blinks. Das ist was ganz Neues und vielleicht, Hauben, da willst du mal rausballern, was wir man da machen können oder was ist es überhaupt? Ich brauche Hilfe! Ja, ich komm. Okay, du hast ihn. Nice one, okay. Alter. Let's go. Bist du gerade mit? Nee, da kommt einer. Der läuft natürlich zu mir rein. Digga, was ist los mit dir? Oh Gott, okay. Der hat bestimmt noch einen Mate, der auch gleich ankommt. Könnte der schwarze Ritter gewesen sein. Hm? Er kommt. Kommt oben. Hinten. Hinten. Okay, ist kein schwarzer Ritter. Oh, nice. Ist down. Holy shit. Okay, hier geht's echt gut ab. Hast du Bandages? Nee, hab ich nicht. Geil. Puh. Ja, was sind Backblinks? Haupt nach raus. Und zwar, Leute, ihr habt's vielleicht schon bei den ein oder anderen Charakter gesehen. Und zwar, zum Beispiel bei einem Armor, waren's die Flügel hinten. Oh Gott, du gönnst dir das Schild. Und dann gibt's das Ganze noch in anderer Form. Und zwar gibt's da den Rucksack beim Raptor Skin am Rücken oder zum Beispiel bei den Skifahrern den Rucksack oder bei den Rittern am Rücken sind die Schilder oder sogar bei der Kuscheloberbeauftragten gibt's eine Schleife, die hinten am Rücken ist. Das heißt, es gibt da wirklich verdammt viel Customization, die man dann benutzen kann. Die kann man nämlich dann runtergeben von den Charakteren, zum Beispiel von dem Armor kann man die Flügel runtergeben und dann ohne Flügel spielen. Oder zum Beispiel die Sachen auf andere Leute draufgeben. Zum Beispiel, wir haben jetzt hier unseren Wukong und da könnten wir jetzt die Flügel raufgeben und dann mit einem Menschaffen, der Flügel hat, zocken auf ja. Die Art. Also so richtig crazy. Und das ist so im Grunde diese Backblink bzw. Rückendecker im Deutschen. Ja. Ist ganz interessant. Und Benny, du kannst ja das nächste raushauen, was es dann noch so an neuen Sachen gibt, die man customizen kann. Genau, es wird jetzt dann freie Flugeffekte geben. Das heißt, ihr wisst ja Bescheid, wenn ihr vom Flugzeug runterjumpt, dann sind hinter euch immer so weiße Spuren, so Effekte, so Partikel. Und da gibt es dann 5 verschiedene, die man mit dem Battle Pass freischalten kann. Das heißt, man kann seinen Flug auch ein bisschen anpassen und so geht eigentlich auch das ganze Update, also in die Richtung, dass man einfach ein bisschen mehr anpassen kann vom ganzen Spiel, von seinem Charakter, vom Runterfliegen, vom Rucksack und so weiter. Also auf jeden Fall eine coole Sache, dieses Update, und da bin ich gespannt, wie die aussehen. Ich hab hier einen Chuck. Okay, kannst du dir gönnen oder wir nehmen es mit? Ich vermute mal, ja, ich gönn's mir. Das wären dann einfach so, vielleicht gibt es einen roten Effekt, vielleicht sehen die vielleicht ein bisschen anders aus und so. Ja. Und ja, wird glaube ich ganz nice werden.
Ja, passt auch zu dem Thema, weil wir glauben, das Ganze wird ein bisschen im Weltall sein, also die das Thema von Battle Pass 3, weil der erste Skin, den man freischaltet, ist gleich ein Weltraumanzugstyp. Also genau. Vielleicht wird es da bei den restlichen Skins auch ein bisschen Richtung dem Zeug gehen. Und ich glaube auch, dass man mit dem höchsten Level, mit Level 100, wieder einen richtig fetten freischaltet, so wie jetzt den schwarzen Ritter bei dieser Season. Genau, genau. Und darauf wird alles hin laufen. Und den werden wir euch wahrscheinlich schon wirklich morgen zeigen, also seid gespannt. Oh ja. Es wird echt cool werden. Ja. Ich glaube auch. Auf jeden Fall, was es noch gibt. Ladebildschirme, Leute. Die haben tatsächlich gesagt, ja, wir könnten eigentlich neue Ladebildschirme hinzufügen und das machen die auch. Es gibt insgesamt 8 Stück dann zum Freischalten mit dem Battle Pass und hier oben ist noch ein Schild dran. Ich weiß nicht, wie ich den mitnehmen soll. So. Ja, und insgesamt, Leute, es gibt ja statt 46 Sachen 76 dann freizuschalten und das sind, Leute, 6 Outfits, 3 Spitzhacken, 4 Emotes, also diese Tänze, dann noch 3 Gleiter, 3 von diesen Rückendeckern, also Rücksäcke oder was auch immer, die das da geplant haben. Dann noch 5 von diesen Freifalleffekten, 8 Ladebildschirme, 23 Banner und 21 Emojis bzw. Emoticons. Das sind die Dinger, die ihr einfach so in die Luft werft, was man kurz sieht. Und ja, das ist eigentlich verdammt viel. Ja. Also kann man sich nicht beschweren, würde ich behaupten. Da kann man ordentlich reinsuchen und Sachen freischalten. Das ist auf jeden Fall immer eine coole Sache. Vielleicht was wichtig ist, der Battle Pass kostet 950 V-Bucks und es gibt ein Spezialangebot von denen, nämlich für 2800 V-Bucks bekommt man den Battle Pass und 25 Stufen, also 25 Level vom Battle Pass schon obendrauf. Die hat man dann direkt, was auf jeden Fall eine nette Sache sein kann. Ja, und hast du Raketen? Ja, ich habe jetzt welche gefunden, 2 Stück. Nice, 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 wenigstens etwas. Und was es noch neu geben wird, Leute, sind wöchentliche Herausforderungen. Da wird es wahrscheinlich so 6 bis 8 Stück geben. Und eine wöchentliche Herausforderung ist nicht nur eine Herausforderung, sondern besteht aus insgesamt 7. Und wenn ihr 4 von diesen 7 Herausforderungen geschafft habt, dann wird die wöchentliche Herausforderung als abgeschlossen gezählt und ihr bekommt 50 von diesen Battle Pass Sternen. Das sind insgesamt dann 5 Battle Pass Level. Und ja, da wird es halt 6 bis 8 Stück geben. Ihr könnt euch dann halt aussuchen, was ihr davon machen wollt, welche von diesen 7, damit ihr halt auch wirklich die Chance habt, alle abzuschließen. Weil es könnte sein, dass das eine nicht so zu eurem Gameplay-Stil passt. Genau. Und deswegen macht ihr was anderes oder so. Genau, da könnt ihr euch das ganz gechillt aussuchen und dann habt ihr einfach easy diese Challenges geschafft. Da habt ihr echt eine Woche Zeit. Ich vermute mal, das wird alles machbar werden. Und ja, ja, das ersetzt übrigens jetzt diese täglichen Herausforderungen, die es da in Season 2 gab. Genau, und ja. Ansonsten, glaube ich, könnten wir mal über diesen Double Pump Nerf reden, oder? Oh ja, das ist, ich finde es eine gute Sache, weil es war einfach viel zu stark und mittlerweile war es einfach wirklich so im Nahkampf, jeder spielt Double Pump Action und es ist so random einfach, weil die Waffe so stark ist und die krassen One-Shots verteilt. Man muss sagen, es geht in gewisser Weise immer noch, weil die haben das nicht ganz krass weggemacht. Man kann immer noch, wenn man 2 Pump-Shotguns hat, diese nehmen und die nächsten nehmen und immer so hin und her schießen, ohne die zu repetieren. Aber es geht nur einmal, wenn du quasi mit der Waffe geschossen hast, wechselst auf die andere, kannst du mit der schießen. Aber wenn du wieder zurückwechselst, dann musst du trotzdem repetieren. Das heißt, du kannst diese Double-Pump-Action quasi immer noch machen, indem du zum Beispiel 5 Pump-Shotguns mitnimmst und du kannst immer hin und her switchen und direkt ballern, aber wenn du nochmal zurück zu einer alten Waffe gehst, mit der du bereits geschossen hast und nicht repetiert hast, musst du die dann repetieren. Also, ja, wurde ein bisschen schlechter gemacht. Ich find's gut. Ich glaube, dass die Kombi dann mit Pump-Shotgun und dann auf Sturmgewehr wechseln eine gute Kombi sein wird. Weil es einfach nicht lohnt, 3 Pump-Shotguns mitzunehmen oder so. Nee, niemals. Und oder die zweite Kombi ist Pump Shotgun und vor uns sind übrigens welche Pump Shotgun und dann die Tactical Shotgun. Und wir connected haben. Du hättest mir sagen können, bevor du schießt, Mann! Ich habe ihn getittet mit Sniper, alles easy, der wäre One-Shot gewesen. Welcher? Der linke. Okay. Aber, oh, der Leute, jetzt kommt der Skill-Move. Ist der Skill-Move? Wuhu! Digga, du bist weg, ist wasted. Okay, ich hab den ersten. Okay, dann kommen wir den anderen. Hoffentlich! Ich hoffe es auch, ich bleib mal hier. Er ist runtergejumpt, nice! Ja Leute, ich würde sagen, das war fette Action. Ich habe mich mit der Granate hingeworfen. Oh nice, nice, nice. Ich habe 2 Minischilder für dich, falls du Bock hast. Ja, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und gönnen wir auch kurz das Medkit hier. Okay, geil, 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 Action, wir haben 7 Kills.
geht also wirklich fett ab. Nice. Hast du auch noch vielleicht Bandages für mich? Nee, ich gönn mir gerade ein Medkit vom Gegner. Oh! Oh Gott, die werfen mir Granaten, oder? Der eine ist fast genockt. Okay, nice. Ich werfe mir Bug. Und wieder Todesbaubug. Nein! Es hilft doch nicht, Mann. Das war so weg. Na, Mann. Wo sind die bitte? Hinter den Türmen hier. Okay. Nein, nein! Jetzt kommt der Shotgun. Er hat wieder zwei Hits. Ey, er ist down, er ist genockt. Der andere ist auch weak. Ist auch One-Shot. Er ist down. Down. Shotgun OP. Oder Raketenwerfer, besser gesagt. Okay, Zone ey, ich kommt. So Heal. Ja, gönnt ihr den Heal, Mann. Okay. Hier liegen dann auch noch Bandagen, falls du brauchst. Ja, nice, 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 das brauche ich. Ja. Gott, was hier jetzt alles gebaut wurde, da kommen wieder auf einmal alle Gegner an, Leute, das ist immer so krass in dem Spiel, weil es macht einfach immer Bock, da kann man sich nicht beschweren. So. Okay. Okay, da kommen die nächsten dann, 120. Okay, wir sind direkt wieder ein Hit, er ist wieder One-Shot. Egal, wir haben noch Zeit, er ist weit weg, zwei Stück. Ja, nice. Gucken, vielleicht hitte ich den zweiten auch noch an. Legenden eben, Leute. Wollen wir die pushen? Ja, lass die pushen, Mann. Ich habe wirklich beide mit einem Sniper-Hit gehittet und einem Sturmgewehr-Hit hinterher. Okay. Also, das hat schon ordentlich wehgetan. Ja, es sind beide noch hier. Einer hat einen Headshot. Nice, Mann. Den anderen kannst du dir holen. Mann, komm, bau nicht so viel. Bist du ihn? Ich könnte den Tür achten, ich hab Pam. Er hat Pam. Ich hab zweimal verschossen. Okay. Ich hätte ihn gehabt. Ja. Du hast den letzten. Ich glaube, der hatte 2 HP. Ich wollte auf Nummer sicher gehen, Mann. Er hat nicht mal auf mich gezielt, Mann. Ja, aber auf mich mit der Pump-Shotgun. Ah, easy, ich hätte ihn gehabt. Ja. Okay. Aber man muss sagen, bei Season 3 wird einiges auf uns zukommen. Da wird ja nicht nur das so sein, dass jetzt nur der Battle Pass neu sein wird. Es wird auch laufend neue Updates, neue Items geben. Wir haben ja auch schon gesagt, es werden die Items rauscyclen. Das heißt, Items werden entfernt, neue werden hinzugefügt. Und Custom Games könnten in Season 3 kommen. Und noch zusätzlich vielleicht, was wir uns gedacht haben. Und zwar Kill Camps, beziehungsweise so Replay-Features wie bei PUBG, weil die sind eigentlich nicht so schwer zu machen und sind in fast jedem Spiel schon gang und gäbe. Gibt's bei GTA, glaube ich, gibt's bei Call of Duty, PUBG gibt's es auch und ich glaube, das wäre auch eine ganz nette Erneuerung für Season 3, oder? Ja, Mann, würde mich auch mega freuen, speziell Killcams ist einfach nicht nur interessant, sondern auch wichtig irgendwie, wenn man sich verbessern will, dass man guckt, hey, wie bin ich jetzt eigentlich gestorben oder so oder wie random oder wie lucky wurde ich jetzt eigentlich weggeholt. Und ja, oder wenn man so einen Sniper-Shot aus 200 Metern kassiert, dann ja, ist das auch immer eine geile Sache, wenn man das dann weiß. So, ich würde sagen, wir laufen in die Zone. Ja. Hier wird es jetzt auf jeden Fall gleich abgehen, da bin ich mir sicher. Ich hoffe es mal nicht. Ich bin ja ganz gechillt. Es sind ja nur mal 7 am Leben, also das sollte auch hoffentlich ein Win werden, wenn wir nicht ganz verkacken. Ja, Mann. Heute ist das letzte Mal, dass ich Double Pump am Start habe. Okay. Wie traurig ist das eigentlich? Ja, Mann. Die schöne Double-Pump. Aber ich muss sagen, ich habe echt in letzter Zeit schon kaum noch damit gezockt, weil, keine Ahnung, wenn man irgendwie einen Granatwerfer findet oder einen Raketenwerfer, dann möchte ich den mitnehmen und dann ist es einfach zu viel Platzverschwendung mit 2 Shotguns. Na, stimmt. Der eine hat auf jeden Fall keinen Hiss, aber gar, oder wie? Ja, hab ich mir gegönnt. Okay, da 240 auch noch welche. Oder ist down, okay. Oh, der wird okay. Wollen wir rüber und den Loot holen? Der hat sicher bestimmt was. Ja, können wir machen. Aus. Ein Raketenwerfer wäre hier noch. Okay. Scar wäre hier noch. Also, Loot lohnt sich. Ja, Scar nehme ich mit. Raketenwerfer statt den Granaten vielleicht. Goldene Sniper. Ich brauche Schüsse. Ja. Ja, droppe ich. Von Scar oder? Raketenwerfer. Achso. Ja, nimm dir alles. Ich habe übrigens ein Jumppad auch, also. Okay. Ich glaube, war ganz nett. Wir könnten jetzt auch rüberfliegen. Ich glaube, der Berg da oben wäre ganz nice. Der eine läuft auf jeden Fall wieder da. 150 zu dem Gebäude dahin. Nicht zu hoch bauen, ich habe keinen Bock. Da schießt schon. Schnell! Oh Gott. Okay. Da, wo die Supply Drops sind, siehst du das? Ja, und links davon, da muss der Gegner irgendwo in die Richtung gelaufen, das weiß ich. Und oben am Berg sind auch welche. Und da schießt schon. Oh mein Gott, warum kriege ich immer in der Luft die Hits? Ja, ich habe gedacht. Dass die Action machen. Ja. Ich habe einen Chuck-Chuck und einen Schlürfsaft hier. Okay, nice. Ich gebe mir einen Chuck-Chuck, du kannst dir einen Schlürfsaft und da liegt eine goldene Scar, kannst du dir auch gönnen. Ja, gleich. Die machen hier auf jeden Fall alle Faxen. Oh, der hat kassiert. Okay. Und die anderen so kann machen auf jeden Fall gut Faxen mit Minigun. Ja, im Osten sind übrigens auch welche, direkt ja, ja, Osten. Ja, den auf dem Berg oben habe ich gesniped. Okay.
Okay, die sind hier. Peek nochmal, Bruder. Dann kassierst du einen Shot. Genauso wie der auf dem Hügel oben. Oh, komm, komm, komm. Okay, Leute, geile Runde. 12 Kills am Start. Die sind jetzt oben. Der ist außerhalb, ja, dann, oder? Ich weiß es nicht. Ja, ist außerhalb. Die kommen runter. Okay. Die bauen schon zum Runtergehen. Ja, der eine ist... Der gönnt sich den... Der ist tot, oder? Ist er nicht gestorben? Alles klar, der muss low sein. Die gönnen sich beide den falsch an. Oh mein Gott. Was ist denn los bei denen, Mann? Lass einfach sprayen. Ja. Da ist der eine down. Der eine ist down. Der andere ist hinterm Stein. Nein, Mann. Ich habe halt Angst. Ich passe auf die anderen mal in der Zwischenzeit auf. Er hat einen Headshot kassiert. Ah, ist Brain da weiter. Aber er muss laufen, der, oder? Der muss laufen, Leute. Den kann ich jetzt snacken, wenn er reinkommt. Der ist so außerhalb, Leute. Mhm. Oh? Ja. Ah. Nein, es ist down. Ist down. Sauber. Perfekt, Leute. Nächster Kill. Das heißt, es leben die noch im Norden hier. Wir wollen es mit Raketenwerfer probieren, ey. Ja, Mann. Mein Raketenwerfer gibt dir aber den Hit. Ja, das ist so gut. Und der eine pusht er hoch. Nice. Und nice, ich habe ihn in die Deckung. Hat nochmal Fallschaden kassiert. Okay, ist links hinter der Wand. Hat noch einen Hit. Muss die Hütte wegschießen. Komm, der muss jetzt Hits kassieren. Nice, ich habe ihn. Das heißt, nice, der eine noch. Der ist hier. Warte. Hier oben hat minus 30, also der ist komplett low. Okay, lass mal, ich sehe ihn hier. Oh, ich könnte den Kill kommen. Haben wir noch irgendwas zum Fliegen? Nee, leider nicht, aber ich balle alles. Ah, er knockt mich sogar aus, ja moin. Okay, moin. Warte, ich kriege runter, alles gut. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Er ist close schon, ist close. Okay. Da unten mit Raketenwerfer, der Bunker da unten. Ja. Er rennt jetzt rüber zu seinem Mate. Okay. Ganz gechillt, weil er keine Zeit hat. Wir werden ihn nicht wiederbeleben können. Oh, er hat den gerettet, oder? Er hat den gerettet, ja. Wie hat er denn das gemacht, Mann? Oder? Ja, hat den gerettet, aber okay, die sind da unten. Der muss laufen, Mann. Und boom. Oh, er ist außerhalb. Boom. Ich hab den einen. Easy, okay. Du hast wie viele Kills? 9 Kills. 9, 15 Kills insgesamt. Leute, wir hoffen, ihr seid versorgt mit den ganzen Infos zum Battle Pass zu Season 3. Es gibt krasse Sachen. Morgen werden wir wahrscheinlich euch das meiste zeigen können. Und ja, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, haut rein und wir sehen uns morgen.